Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Digga, komm doch, wie so ein kleines Gegenkackerst, du komm doch, was kommt noch? Ja, wenn du reden im Internet, was kommt noch? Ich komm und dann, was dann, Digga? Ich komm und dann, was kannst du mir, da weißt du ganz genau, was du machen kannst bei mir. Was dann, Digga? Ich komm und dann, Digga, fetzt du mir uns oder was, Digga? Ja, Digga, bist du behindert oder was? Nein, dann haut mein großer Digga, Bruder. Du Sohn einer schweinefressenden Hure, Digga, was ist los bei dir, Digga? Ach. Erzähl mal, Digga. Ich dachte, du bist ein erwachsen, Junge. Erzähl mal, du hässlicher Polacke, Digga. Ey, kommst du aus Hamburg? Kakerlaken-Polacke, Digga. Erzähl mal, du Dieb, Digga. Hast du heute schon geklaut, Digga? Wo kommst du her? Ich weiß ganz genau, guck mal, weißt du, was das Ding ist? Du gehst Penny und klaust diese Wodkaflaschen, Digga. Wo kennst kommst du diese her? Wodkas? Erzähl mal, wo kommst du her? Diese 5-Euro-Wodkas, Digga, du bist genauso ein Hurensohn, Digga. Wo kommst du her? Und weißt du, wann du das machst, Digga? Immer am 26. Weißt du, wann du das machst? Immer am 26. machst du das, Digga. Wo kommst du her? Ab 26. ist dein Tag, Digga, wo du jeden Tag klauen gehst, Digga, bis zum 31. Wo kommst du her, frage ich. Du Sohn einer Hure, Digga. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Du Sohn einer Hure, Digga. Du eine schweinefressende Hure, Digga. Wo kommst du her, Türkei? Wo kommst du her, Digga? Da geht's ab. Wo kommst du? Hast du immer schön deine Mutter gesehen, Digga, ne? Wo kommst du denn? Du kommst aus. Hast du immer schön deine Mutter guck mal, gesehen? Ich hör, dass der aus Hamburg kommt, deine Polackenmutter, Digga. Guck mal, wie Angst hat. Guck mal, wie Angst deine dreckige Polackenmutter, Digga. Weißt du, was ich meine, Digga? Du kommst aus Hamburg. Ich wohne in Bad Segeberg und mach dir auf Eier, Digga. Komm her, Digga. Ich scheiß auf dein Bad Segeberg, Digga. Komm her, dann komm her. Ich komm aus Bad Segeberg. Dann komm her. Ich fick dein Bad Segeberg, Mann. Dann komm her, du fickst gar nichts, komm her. Du Sohn einer Hure, Digga. Komm her, du fickst gar nichts, komm her. Du Bastard, Digga. Wenn du vor mir stehen würdest, würdest du mal Schwanz in der Mund nehmen. Komm her, du fickst gar nichts, komm her. Ehrlich, Digga, ich würde dir so eine Ohrfeige geben, Digga, ne? Digga, du würdest denken, Digga, dein Vater ist vor dir, Digga. Komm her, komm her. Ich würde dich ohrfeigen wie dein Vater. Du würdest dich mein Vater ist kein Dönerverkäufer. Hör mal zu, du kleiner Wichser. Du würdest dich in deine Kindheit zurückversetzt fühlen, Digga. So. Leute, hört ihr diesen Rambo? Ich sag ihm 100-mal, komm her. Ich sag ihm, wo ich herkomme. Ich höre an seiner Aussprache, dass er sogar von mir nicht weit entfernt wohnt. Und er kommt nicht. Er merkt nicht mal, dass ich sein Mikrofon stumm geschaltet habe. Er merkt das nicht mal, weil er die ganze Zeit weiterredet. Was genau ist überhaupt zwischen euch jetzt überhaupt passiert? Das ist die Bereicherung von der Merkel. Guck mal, und ich werde gemeldet wegen diesen Nutten, so dieser Huren, so du türkisch. Boah, dein Life ist schon echt aufregend bei manchen Sachen. Das sind die Bereicherer, von denen Merkel gesprochen hat. Genau, du kannst jetzt zwar sehr viel Bullshit labern über Leute, die sagen, hier geht nicht arbeiten, aber bei sowas, ey, da bin ich dabei. Du wirst sowieso auf YouTube hoch und runter beleidigt. Im YouTube-Video kommst du noch rein und lachst sie noch kaputt. The Lord of the Game. Ja, warum soll ich nicht hochkommen, hä? Ey, geil, der Türke schreit immer noch. Warte mal, ich guck mal, ob ich sein Mikrofon wegmachen kann. Warte mal. Geht das? Redet der immer noch, oder was? Warte mal, ich habe ihm mal eine Anfrage geschickt, ob er das Mikrofon wieder einschalten will. Ich verbiete den Mund. Weil du ein Hurensohn bist, weil du keine Eier hast, Digga. Ich rede, wenn du willst. Geht wieder los. Guck hier. So, jetzt ist wieder. Psst. Du redest nicht, wenn ich das nicht möchte. Hast du verstanden? So. Und jetzt lass ich dich wieder reden. Jetzt darfst du wieder reden. Komm, Kleiner. Wenn du willst, rede wieder. Ich erlaube dir das jetzt, Türke. Du darfst jetzt reden. Du bist jetzt berechtigt und du hast von mir die Erlaubnis, dass du reden darfst. Hat aus dir einen Hund gemacht, Lan? Ein Hund darf sogar alleine entscheiden, wann er den Mund aufmacht. In 13 Sekunden kann ich ihm eine neue Anfrage schicken. Der checkt das auch nicht, der ist so blöd. Ja, man kann doch einfach unten beim Mikrofon wieder endstumm klicken. Warum ist das denn so schwer? Da ist er wieder. Du darfst wieder reden, Türke. Halt, Small, denkst auf Ansage, komm ich rein, wenn du sagst oder was? Du und so, Digga. Was denkst du denn, Digga? Warum kommst du nicht? Rein, warum ich will, reden, Digga? Wann ich warum willst du noch reden? Wann ich will, Digga? Ja, sehe ich, dass du redest, wann du willst. Und wieder stumm. Vor allem hat er sich zwischendurch sogar wieder entstummt und hat sich jetzt wieder stumm gemacht. Das ist unfassbar, der Typ. Genau, wir waren ja gerade bei dem Thema YouTube-Video. Okay, reicht, ihr habt dich genug beleidigt, das reicht. Ja, komm doch her, bitte. Komm, nicht nur reden im Internet. Nicht nur reden, mein Kleiner.
Du warst meine emotionale Mülltonne vorhin, das hat mir gereicht, Digga. Nicht nur reden, nicht nur reden. Ich hab mich beruhigt, Digga. Ich hab dich so angewichst in dein Gesicht, Digga. Das reicht nicht mir jetzt. Nicht nur reden, du kommst aus Hamburg, du traust dich nicht nach Bad Segeberg, das ist so traurig. So. Ey, sag Bad Segeberg, Digga, guck mal, weißt du, was das Ding ist? Ich könnte auch genauso sagen, ich komme aus Rom, Digga. Digga, was redest du da, Digga? Ich höre doch an deiner Aussprache, dass du aus Hamburg kommst, wie du was redest. Was redest du da? Ja, ich wohne in Hamburg und jetzt, Digga. Und was ja, warum jetzt, Digga? Kommst du nicht? Das sind 50 Kilometer. Komm doch. Hurensohn, Digga. Und da kommst doch bitte, wenn du so krass bist. Digga. Ich würde drei Backhurensohn, Digga. Du bist drei Backpfeifen bist du maximal. Bist du ein Bastard, Digga? Du denkst, ich geh wegen dir in den Knast, oder was? Was für denkst Knast? Du, Digga? Was für denkst Knast? Ich geh wegen dir in den Knast, Digga, wegen so einem Hurensohn wie dich, das, Digga? Das, was du meinst, heißt Krankenhaus. Lappen, Digga, Alter. Was für Lappen, Alter. Ich nehm dich an die Leine, komm. Ich zieh den Tanga an, komm. Du bist ein Schwuchtel, bist du mehr, bist du nicht, Digga. Du kannst mit dem reden, der dich auf die Welt gebracht hat. Er nennt sich Tyson, Tyson vom, Charatown, Digga. Mit dem reden, der dich auf die Welt gebracht hat, ja. Von Charatown, Digga. Von da kommst du. Da rein, wo du rausgekommen bist, Ollem. Lappen, Digga. Ja, einer wie du ist ein Lappen. Du bist mein Sohn, jetzt geh hier raus. Du bist ein Lappen, du Hurensohn. Ich fick dich jetzt mit dem Schwanz. Meine pressende Hurensohn. Mach dich raus. Ah, geil. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Hier kommt jetzt die Frage, ist das die Zukunft Deutschlands? Willst du darauf eine Antwort geben? Ja, das ist die Zukunft von Deutschland tatsächlich. So. Erzähl mal jetzt laut auf die Game. Ja, was willst du denn hören? Willst du auch so einen Stress haben jetzt? Nö, nö, nö. Ich bin nicht nach Stress aus. Wie, du bist nicht auf Stress aus? Nee, ich bin nicht nach Stress aus. Also der Typ da vorne, also der vorhin, der natürlich... Warum redest du dann aggressiv, Mann? Ich rede gar nicht aggressiv. Natürlich, Mann. Senk mal deine Stimme ein bisschen. Ich senke sie doch, ich rede normal. Ich hab doch nur Spaß, Alter, entspann dich. Ist doch nur Spaß, Dicker. Was machst du? Ja, gerade nichts. Gerade nichts, ne? Gerade ein bisschen gekeult, jetzt ein bisschen in den Livestream reinkommen, ein bisschen anschreien lassen, beste Leben. Erzähl mal jetzt ein Video. Ach, er hat nur den übelsten Nachflash gerade kassiert, aber so ist es. Geil, ne? Ja. Ach, ganz ehrlich, ich liebe es, wenn sich gegenseitig Leute beleidigen, ey. Da könntest du direkt einen Fingerhut unten auf das Ding rauf schmieren und dann geht's rund, ne? So kann man das sagen. Erzähl doch jetzt mal The Lord of the Game. Was denkst du denn über das YouTube-Video, wo der Mo dich auf YouTube gestellt hat? Ja, schon zum Teil relativ ehrenlos, aus dem Grund, weil er mich nicht gefragt hat um die Erlaubnis. Braucht er nicht. Deswegen ich eine easy Anzeige machen kann, aber bin zu faul, das zu tun. Du aber kannst nicht anzeigen. Ja, bringt mir mal eh nichts, deswegen. Genau. Könnte ich machen, wäre aber eigentlich eine komplett umsonst. Genau. Ja, dann, ja, was heißt, du könntest es machen, aber es bringt dir ja nichts. Und jetzt dachtest du, weil du es scheiße fandest, dass du auf YouTube landest, dachtest du, kommst du nochmal rein und blamierst dich direkt nochmal, wa? Warum sollte ich mich denn wieder blamieren? Ja, keine Ahnung, was weiß ich, anscheinend hat dir das erste Video noch nicht gereicht. Ich will einfach nur hoch mit dem Typen diskutieren, warum Arbeiten sinnvoll ist und wenn man nicht arbeitet, was nicht sinnvoll ist. Okay, erzähl mal, dann warum bin ich überhaupt hier allgemein hier oben? Warum klingst du denn eigentlich so, als würdest du gerade auf irgendwas drauf sitzen? Ich flüster nur. Warum flüsterst du? Darf ich nicht flüstern, wenn es dunkel ist? Erzähl mal jetzt, kleiner Mann. Was ist denn jetzt hier Phase? Ich weiß ja nicht. Ich will einfach nur sagen, warte mal, arbeitest du oder arbeitest du nicht? Ich arbeite nicht. Ist es ein Ja oder ist es ein Nein? Nein, ich arbeite nicht. Bist du auch ein Muttersöhnchen, oder? Wie redest du? Richtig schönes Muttersöhnchen. Kriegt alles in den... Einfach alles in den Arsch geschoben, wird sogar noch gefüttert, wie so, hier guck mal, hier kommt das Flugzeug, genau sowas bist du. Also ich sag mal so, ich muss jetzt gerade nicht flüstern. Ja, und? Wie ja und? Du nennst andere Leute Muttersöhnchen, aber musst als erwachsener Mann um 0.04 Uhr flüstern, damit Mutti nicht hört, dass du da rumschreist im Internet, oder was? Ja, sicher, sicher. Ja, wieso flüsterst du? Ist Angewohnheit, ich bin eh heiße. Hab gestern beim Zocken zu laut geschrien, ey, meine Stimme ist weg. Du bist hängen geblieben, ehrlich.
Du bist hängen geblieben, guck dich mal an. Was hat dich das überhaupt so weitergebracht? Was? Im roten Licht rumzuhocken. Bist du etwa beim Stripclub oder was? Ja, genau. Ich mach das, damit du dich wie bei Mutti auf Arbeit fühlst. Ah, cool. Ich wusste nicht, dass du es auch für Leute machst, die schwul sind. Damit hast du dich gerade selber beleidigt. Das ist dir schon bewusst, oder? Ne. Jo. Seid ihr heute alle hängen geblieben, oder was? Wer von uns ist im roten Licht? Hm? Wer will denn da jetzt gleich meine... Welches Licht soll ich denn sonst jetzt hier anmachen? Ich kann auch blau anmachen, aber rot ist halt angenehmer für die Augen. Ja, scheiße, ne?